So, hallihallo, liebe Snooze-Lovers und Snooze-Loverinnen. Heute leider ein trauriges Thema bzw. eine schlechte Nachricht. Es geht um die neue Verordnung, die uns erwartet bezüglich der Nikotin-Pouches. Bleibt dran. Einige von euch werden schon bemerkt haben, viele Nikotin-Pouch-Produkte sind mittlerweile aus dem Einzelhandel verschwunden, sprich aus Tankstellen, aus Kiosken. Gerade im süddeutschen Raum, also die Leute, die daher kommen, werden das bemerkt haben, werden auch wenig Info diesbezüglich bekommen haben bisher. Es gibt auch bisher keine öffentliche Info dazu. Wir haben uns da jetzt Informationen zusammengesammelt, zum Beispiel von Herstellern, von Shops, an die spreche ich jetzt mal ein großes Danke aus, dass sie uns hier Infos rausgerückt haben, obwohl sie teilweise noch gar nicht viel drüber sagen dürfen, aber ja, wir haben uns halt verpflichtet gefühlt, euch hierüber jetzt mal zu berichten, da das einfach in naher Zukunft jetzt auf uns zukommen wird oder schon auf uns zugekommen ist, besser gesagt. Ja, also es gibt eine neue Verordnung in Deutschland und zwar seit dem 13.11.2020. Diese besagt, dass die Nikotin-Pouches jetzt unter das Lebensmittelgesetz fallen sollen. Sprich, der Nikotinwert für Lebensmittel ist ein viel niedrigerer. Also den Wert gibt es an sich dafür, für Nachtschattengewächse, sprich Kartoffeln, Tomaten, die einen ganz, ganz, ganz geringen Nikotinwert haben, um da einfach einen Grenzwert festzulegen. Und die Nikotin-Pouches fallen jetzt halt auch unter das Lebensmittelgesetz nach dieser neuen Verordnung. Und da ist der Nikotingehalt von den Pouches dann viel zu hoch. Sprich, hier wird dann der Verkauf verboten. Ja, jetzt ist es aktuell so, dass dieser Verkaufsverbot in Süddeutschland und in Bayern schon stattfindet, also akut stattfindet. Viele Online-Shops haben die Produkte schon rausgenommen, das habt ihr bestimmt schon gesehen. Ja, wir haben die Infos, dass gerade zum Beispiel in Bayern das Ordnungsamt schon unterwegs ist, geht in die Tankstellen, geht in die Kioske und setzt hier wirklich einen Verkaufsstopp durch. Also hier wird schon akut gehandelt, was im Norden Deutschlands aktuell noch weniger der Fall ist. Ja, also ich finde es wirklich bitter, das Ganze, ihr vermutlich auch. Und ich finde es auch schlimm, dass hier wirklich jetzt wieder eine Alternative zum Rauchen genommen wird. Also ihr wisst, wir geben das auch immer so an euch weiter, dass es einfach eine gute Alternative ist, um mit dem Rauchen, vom Rauchen wegzukommen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und ja, ich weiß nicht, was sich der Staat hier dabei denkt, wieder so eine Möglichkeit jetzt zu verbieten oder aus der Welt zu schaffen. Also ich finde es, oder wir als, ich kann für uns als Nusslauer sprechen, wir finden das nicht gut, das Ganze. Ja, also aktuell ist es so, die Verordnung steht. Jetzt ist es halt so, dass ein großer Hersteller, ich möchte jetzt hier den Namen nicht nennen, aktuell dabei ist, eine Sammelklage gegen dieses neue Urteil, gegen diese neue Verordnung einzureichen vor Gericht. Das Ganze kann jetzt aber sich wirklich über Monate ziehen, bis es hier ein Ergebnis gibt. Also wir hoffen darauf, dass es hier ein Ergebnis gibt, weil ihr wisst selbst, nach dem Chewingbacks-Verbot, der uns schon ereilt hat, jetzt noch die Nikotin-Pouches, da bleibt uns nicht mehr viel übrig. Also maximal noch die Pouches mit Guarana oder weiß Gott was. Und ich glaube, da hat niemand wirklich viel davon. Ja, also wirklich bitter. Wie gesagt, das sind die Infos, die wir bisher rausbekommen konnten aus verschiedenen Quellen von verschiedenen Shops. Ihr werdet online nichts finden, weil es aktuell noch nichts öffentlich publiziert zu dem Thema gibt. Daher, wie gesagt, wir haben uns verpflichtet gefühlt, euch jetzt diese Info mitzuteilen. Wir hoffen, es ändert sich noch was dran. Ja, also wie gesagt, in manchen Tankstellen, gerade im mittleren Deutschland, in dem Norden von Deutschland, werdet ihr noch Nikotin-Pouches bekommen. Ich weiß es jetzt zum Beispiel von einem Besitzer von einer Aral. Da die Aral vom Rewe war es, glaube ich, beliefert wird und der Rewe sich dann auch gleich an diese Verordnung halten wird, wird es in der Aral vermutlich auch keine Pouches mehr geben, zumindest in Süddeutschland. Ja, also es ist gerade wieder ein absolutes Durcheinander. Viele werden es aus dem Verkauf nehmen, ihr werdet es teilweise noch bekommen. Aber ihr kennt es ja noch von den Chewing Bags, da war es ähnlich. Also da haben auch manche sofort auf den Verkaufsstopp reagiert, manche erst später. Jetzt müssen wir halt einfach abwarten, was draus wird. Wir hoffen auch, dass es wieder weitergeht. Wir als Nusslovers machen natürlich weiter. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Wir lassen uns dadurch nicht bremsen. Ja, wir finden es einfach schade. Wir müssen abwarten, was in Zukunft kommt. Wir werden das auch immer wieder im Snooze Talk dann aufgreifen. Werde euch Infos dazu geben, ob es einen neuen Stand gibt, ob wir wieder was Neues dazu wissen. Aber aktuell sieht es so aus.
Wir hoffen, es tut sich noch was, dass die Sammelklage erfolgreich sein wird, dass es weiterhin gute Alternativen zum Rauchen gibt, weniger schädliche Alternativen. Und ja, stay tuned. Also, wie gesagt, ich finde es schade, ist jetzt ein bisschen eine traurige Folge. Aber es geht weiter. Wir werden auch wieder eine Lösung finden, wie wir weitermachen können oder wo man wieder Produkte herbekommt. Daher würde mich freuen, wenn ihr trotzdem einen Daumen da lasst für die Folge, für die Info. Lasst einen Abonnier-Button da. Ihr wisst, bleibt dran. Wir haben auch immer wieder neue Infos für euch. Trotzdem neue Reviews. Abonnieren nicht vergessen. Eure Snooze-Lovers. Ich, Nico, verabschiede mich hiermit. Bis zum nächsten Sonntag. Neue Folge jede Woche. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Ciao, ciao.